Apple hat wie erwartet seine neuen iPhone-Modelle 6S und 6S Plus vorgestellt. Alle Infos zu den Geräten gibt's jetzt. Zunächst einmal hat sich äußerlich nicht viel getan. Apple behält das Design bei, genau wie die Größe von 4,7 und 5,5 Zoll. Auch an der Retina-Auflösung ändert sich nichts. Allerdings besteht das Gehäuse nun aus härterem Aluminium. Klar, ein zweites Bandgate will Apple unbedingt vermeiden. Die neuen iPhones sind in den vier Farben Gold, Silber, Spacegrau und Roségold erhältlich. Im Inneren hat sich dagegen einiges verändert. Größte Neuerung ist mit Sicherheit das Force-Touch-Display, das Apple als 3D-Touch bezeichnet. Damit erkennt das iPhone drei verschiedene Druckstufen und reagiert entsprechend. So kann man beispielsweise seine Mails durchsehen und mit einem leichten Druck eine Vorschau öffnen. Will man die E-Mail komplett lesen oder beantworten, drückt man etwas fester auf das Display und die Mail wird geöffnet. Dieses Peek and Pop genannte Feature integriert Apple an vielen Stellen, nicht nur bei E-Mails, sondern etwa auch bei Fotos, Webseiten und anderen Inhalten. Mit Quick Actions bietet 3D-Touch Kurzbefehle für häufig benutzte Aktionen, etwa mit einem einfachen Druck vom Homescreen aus eine Nachricht senden oder ein Selfie aufnehmen. Apropos Selfies, Apple hat sowohl die Front- als auch die Rückkamera kräftig aufgebohrt. Die Frontkamera macht nun Aufnahmen mit 5 Megapixeln. Als Selfie-Blitz soll das Display dienen. Die Hauptkamera löst nun mit 12 statt wie bisher mit 8 Megapixeln auf. Der neue Retina-Flash soll viermal so hell sein wie beim Vorgängermodell. Fotos sind beim neuen iPhone übrigens nicht mehr einfach nur Fotos. Die Kamera nimmt automatisch vor und nach dem Auslösen weitere Bilder auf. Mit einem Druck auf das Foto kann man so eine Art Mini-Videoclip abspielen. Apple nennt diese Funktion Live-Fotos. Auch unter der Haube hat sich etwas getan. Apple verbaut den neuen 64-Bit A9-Chip, der um 70% schneller arbeiten und um 90% schnellere Grafikverarbeitung bieten soll. Ihm zur Seite steht der sogenannte M9 Motion Co-Prozessor, der die Daten aus verschiedenen Sensoren auswertet und nun auch dafür sorgt, dass der Sprachassistent Siri, ähnlich wie beim Moto X, immer aktiv ist. Kommen wir zum Schluss zum Wichtigsten, nämlich Preis und Verfügbarkeit. Vorbestellungen sind ab dem 12. September möglich. Verkaufsstart ist am 25. September. Die Preise für das iPhone 6S beginnen bei 739 Euro für die 16 GB Version. Für das 64 und das 128 GB Modell werden 849 bzw. 959 Euro fällig. Das größere iPhone 6 Plus ist jeweils 110 Euro teurer.